Von der Gestaltung her auf zwei Optionen. Diesen starken Charakterast mit einzubeziehen. Winkel nochmal verändern würde, also ungefähr so, damit die Basis eben der Einsatz schön rauskommt von der Bewegung. Das ist fast der beste Punkt hier, um auf diesen Charakterast zu gehen. Allerdings, das Problem dabei ist, wenn man so eine starke Bewegung hat und einen recht geraden Ast, das passt fast nicht zusammen. Den Ast könnte man prinzipiell noch biegen, aber Bewegung reinbringen ist schon nochmal fast unmöglich. Die andere Sache wäre, dass man hier oben, der Stamm dadurch recht gerade wirkt. Wir können jetzt zwar noch ein Stück weiter runter, aber dann dominiert die ganze Geschichte oben zu stark und ja, also nicht ganz ideal. Die zweite Option wäre, wo ich eher momentan Favorit bin, wäre von der Seite den Baumwoll ein bisschen aufrichten, um eben den Ansatz zu zeigen, die Bewegung vom Ansatz. Dabei würde wahrscheinlich der Ast fallen. Er kommt einfach zu steil raus. Wir wollen einen alten Baum darstellen, der die Äste nach unten hat. Bei der Option hier, ungefähr hier die Vorderseite, könnte man den Ast hier noch mit einbeziehen als Balanceast und diesen Ast hier als Hauptast nehmen und hier oben den Teil als Krone. Und alles andere, was man hier oben hat, der Baum hat eben sehr viele starke Äste in der Krone, was nicht ganz ideal ist. Die müssen wir rausarbeiten, so wie Chimps. Wird es weich, weil es auch noch härter. Wir haben jetzt hier die großen Äste, die hier waren, schon mal runtergearbeitet. Ich habe versucht, es relativ natürlich zu machen und dass es einfach im Großen und Ganzen leichter wirkt, weil diese Teile, das waren riesen Brocken dran. Gut, also wir wollen den Ast als Krone aufrichten, um auf so einem kurzen Stück biegen zu können. Will ich jetzt mit dem Bohrer den inneren harten Teil teilweise rausholen, damit das Ganze flexibler wird. Also einmal von hier reingehen, wo man früher einen Ast abgeschnitten hat, und dann nochmal mit einem feineren Bohrer hier am Ansatz drei kleine Löcher so quer durch und eventuell noch hier oben, um das Ganze noch ein bisschen, um mehr Platz zu schaffen, da ich hier nach oben gehen will. Damn.
Ich schneide hier jetzt alles, was so gegenständig läuft. Hier haben wir zwei Stahlge, der wächst nach innen, so es kommt weg. Alles, was nach unten wächst, hier unten drin, kommt raus. So was hier kann man zum Füllen erstmal noch nehmen. Und die Spitzen hier habe ich ja schon weggelockt. Dann hier so gegenständige Sachen, wo es einfach zu viele auf einem Fleck sind, dass man da eine schöne Struktur entwickeln kann. Gut, hier haben wir jetzt einen Trieb mit einer starken Knospe. Innen, denn das ist einfach zu viel hier, so ein dünner. Kann man gut rausmachen. Alles, was hier unten ist, kommt raus. So ein kleiner kann auch schon raus. Kleine Sachen, die kommen nicht mehr, deswegen raus. Und hier zum Beispiel, sieht man auch gut, das sind die Knospen, wo die Zweige, wo keine Knospen mehr dran sind, die kommen einfach weg. Und hier hat man 1, 2, 3, den unteren auf jeden Fall. Und den kleinen hier mache ich noch weg, kann man auf Länge hier arbeiten. Und alles, was so eng dran ist, ja. Also das hier ist so ein Ast, wo ich gerne noch von hinten Knospen raus hätte. Deswegen mache ich jetzt erstmal da, wo ich keine Knospen will, die Nadeln weg. Also die Stellen, wo sehr dicht sind, da nehme ich einen Teil der Nadeln weg, dass einfach die Sache ein bisschen aufgelöst wird. Und ungefähr da, wo ich Knospen haben will, da lasse ich die Nadeln. Und jetzt hier, wie man es von der Seite gut erkennt, die Krone hier mehr in Center gebogen. So, wie man es sehen kann von der Seite, habe ich die Krone ein Stück weit aufgerichtet, um mehr in Center zu kommen. Den Draht habe ich hier mittels einem Biss befestigt im Stamm und hier habe ich diesen Metall genommen, um das Ganze hochzuheben, da auf diese kurze Strecke Kraft auszubringen. Schon einiges erfordert. Der erste ist mir noch ein bisschen zu hoch, den will ich noch ein Stück absenken mit einem Spanndraht hier. Und hier raus mache ich die Krone, die liegt recht schön in der Linie drin und kommt auch von hinten nach vorne, also hat so eine leichte Tiefenwirkung. Das Gute ist noch, dass sie recht viele Äste hat, woraus man schön kompakt die Sache auffüllen kann.
fehlt mir noch ein Grund. Den habe ich jetzt leicht aufgeteilt, dass man kein einzelnes Brett hier hat. Der Teil hier ist mehr oder weniger der Hauptteil vom Hauptteil. Den kann man noch ein bisschen Stück verlängern. Der Balanceast, die Krone sollte zu viel voller werden. Natürlich, und dann kleine unterschiedliche Phasen ausbilden. Den hinteren Ast würde ich gerne noch weiterentwickeln, länger werden lassen, natürlich voller. Dann kann man den dann hier auch rausnehmen, dadurch kriegt man mehr Tiefe.